Und Rechtsklick! Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Es ist Donnerstag, ihr wisst, was das heißt. Rivals bzw. Weekend League Rewards. Ich habe das Wochenende Silber 1 Gold, das heißt, wir haben einen Player Pick und zwei Packs. Und am Ende gibt es noch zwei zusätzliche Player Picks, da wir das Wochenende Weekend League Plus hatten. Für 7 Wins, für 12 Wins und für 16 Wins. Ich habe zwei von den drei Player Picks mir erspielt. Und dieses Wochenende haben wir auch wieder Weekend League Plus. Das heißt, aber jetzt ist wieder bei 10 und so, also ein bisschen höher geschraubt. Aber trotzdem, das Wochenende werde ich auch wieder versuchen, Weekend League zu spielen. Und wir gehen rein. Ich bin gespannt, Jungs, ja. Wir haben Nummer 1 von den Weekend League Plus zu den Spielerwahlen, die für 7 Wins. Den nehmen wir uns direkt jetzt mit. Ich bin gespannt, Jungs, ja. So komplett komisch, so eine Spielerwahl mitten am Wochenende. Mindestens 88, also 88 aufwärts nach oben hin gibt es keine Grenze. Ja, also wir haben Chance auf Messi, Mbappé, Ronaldo und so weiter. Ich lasse mich einfach überraschen. Einfach überraschen. Vielleicht, dass wir es ja nutzen können, wäre ganz geil. Oha! Aber Lorente, Jungs. Der ist gut, Jungs. Das sind Rullet Gang Stats. Und den nehmen wir uns mit. Den habe ich schon mal genommen. Wir nehmen uns Lorente mit, Jungs. Lorente ist geil. Ist ein Call. Finde ich sehr, sehr nice. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Mal schauen, was wir hier rausbekommen. Und dann haben wir noch einen dritten Player Pick. Der ist mindestens 89. Okay. Komm, gönnt mal. Irgendwas Gutes vielleicht. Oh, ja, Rating gut. Problem, den habe ich schon, Digga. Ich habe Ederson schon. Ich habe Ederson schon, ich weiß nicht, ich habe Ederson schon im, normal. Also, Marquinhos wäre auch geil. Ich kann Marquinhos auch spielen sogar. Ich könnte Marquinhos spielen, easy. Aber ich habe zu viel Verteidiger langsam. Oh, ich weiß nicht, wen ich mitnehme. Die sind alle ganz gut, aber... Also entweder nehme ich mir Ederson oder Marquinhos mit safe. Ich weiß nicht, wen, ne? Ederson könnte schon eine SBC mit abgeben. Marquinhos oder Ederson? Ah, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht. Wobei, ich habe Ederson jetzt eh auf der Bank, deswegen... Ich nehme Marquinhos mit, Jungs. Ich nehme Marquinhos mit, den habe ich noch nicht. Easy, das waren die ersten zwei Player-Picks. Mal gucken, was... der letzte Player-Pick noch so bringt. Und wir haben jetzt noch eins, was mindestens 88 ist. Nach oben hin gibt es keine Grenze. So richtig gebrauchen kann ich nicht viel. Ja, so Neymar, Mbappé nimmt man mit, ne? Überrascht mich einfach, EA. Oder was Schnelles würde ich auch mitnehmen. Ja. Ja, okay, Suchek, aber halt Rating, ne? Ist halt Rating. Wobei, er sieht es auch nicht so verkehrt aus. Ich nehme Suchek mit, ist halt Rating. Ist ein ZDM-Rating, ist ein Upgrade zu Kanté halt. Und wir haben noch zwei Packs. Keine Ahnung, kann man nochmal schnell aufmachen. Vielleicht kommt was, Megapack, Jumbo Premium Gold Pack. Vielleicht kommt aus dem Megapack was, so, ja? Ich glaube, hier kommt nichts Besonderes raus. Also kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Oh, läuft der durch oder habe ich mich gerade verguckt? Der läuft durch, oha. Ja, okay. Ah, Arthur. Ja, okay, 83er. Den 84er ist der sogar. Okay, das ist gut. Aus dem Pack hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, der läuft nicht mal durch. So ein Non-Rare. Ja, okay. Und wir haben noch das Mega-Pack. Mal gucken, vielleicht. Also wenn das eine Pack schon 84er gegönnt hat, wenn jetzt hier ein Walkout kommt oder auch einer, der durchläuft, wäre ich schon zufrieden mit dem Pack-Opening heute. Kein Walkout, aber läuft zumindest durch. Ja, okay, ist gut. Wenn es nochmal ein 84er, 85er ist... Es ist, okay, ein 83er, schade, ein Torwart, Trapp, okay, kann man aber auch bestimmt verkaufen. Ja, die Packs waren okay. Das waren meine Weekend League Rewards, Jungs, wie fandet ihr die eigentlich? Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, nimmt mal mit, nichts überkrasses, aber ist auf jeden Fall okay, Jungs. Und ich hoffe, wir sehen uns zu irgendeinem neuen Video. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst es hier unbedingt ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke. Ihr würdet mich damit auf jeden Fall mega, mega supporten und dann verpasst ihr nichts mehr. Und wie gesagt... wir sehen uns zu irgendeinem neuen Video. Bis dahin, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell, tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Hülle, Hülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, yassu, ciao, bye bye und adieu.